Hallo zusammen, schön, dass ihr euch alle eingeloggt habt und euch für den Beruf als Steinmetz interessiert. Da mir virtuell gegenüber sitzt der Maurizio Circhi. Du kannst vielleicht ganz schnell selber vorstellen, wer du bist und was du machst. Hallo miteinander, ich bin der Maurizio Circhi, wie sie gerade gesagt hat. Ich komme von Einsiedeln, arbeite bei der Firma J&A Kuster Steinbrüch AG in Friedbach als Steinmetz. Super. Und übrigens ist der Maurizio jetzt auch gerade frisch von der Euroskills heimgekommen. Dort hat er sich den siebten Platz geschnappt. Da gehe ich dann nachher noch mal kurz auf ihn und habe zwei, drei Fragen. Sonst jetzt zuerst an die Zuschauer, alle, die zuschauen. Wenn ihr Fragen an unseren Berufschampion habt, könnt ihr die unten dran in die Frage- und Antwortenbox reinschreiben und wir zwei versuchen dann so viel wie möglich davon aufzunehmen und natürlich auch zu beantworten. Ja. Sonst fangen wir doch gerade mal an und starten mit den Euroskills. Wie hast du dir den siebten Platz geschnappt? Ja, es ist eine lange Geschichte gewesen. Also eben vom Training her. Also es ist jetzt ein kurzes Training gewesen. Ich bin auch jetzt spät eingestiegen ins Team. Ich bin auch später dazugekommen als andere und eben kurzes, intensives Training ist ja quasi gewesen. Und am Schluss sind wir bei der Meisterschaft haben wir zuerst Schablonen müssen machen. Also so das Eismodul gewesen. Das zweite Modul ist gewesen, ein Stein mit einem Relief. Und das dritte Modul ist ein Stein nach Plan zu bearbeiten mit diversen Profilen. Und wie muss man sich denn da vorstellen, wie viele sind da gegeneinander antreten? Das Jahr sind wir 8 Leute gewesen. Ja, das ist eigentlich die typischen Länder natürlich, Frankreich, Österreich, Deutschland natürlich, wo meistens immer dabei sind. Und dann halt eben noch Schweden, Slowakei. Muss ich gerade schauen? Nein, nicht Schweden, Entschuldigung. Slowakei, Russland und es ist noch Belgien, genau. So ein bisschen alle von überall her sind zusammengekommen und sind gegeneinander angetreten. Spannend. Und jetzt eben so der Beruf als Steinmetz oder die Lehre als Steinmetz ist, glaube ich, recht speziell in der Schweiz. Wie viel, kannst du dazu sagen, wie viel das überhaupt die Lehre da machen in der Schweiz? Es kommt, ja, es ist halt von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Also, ich meinte, es kann auch sein, dass in einem Jahr vielleicht 2 Leute den Steinmetzlehre anfangen. Aber es kann auch sein, dass natürlich 7, 8 Leute die Lehre anfangen. Und ja, es ist halt recht unterschiedlich. Und eben so, das sind ja also recht wenig. Und wo kann man denn da überhaupt lernen, Steinmetz? Ja, das ist jetzt. Eine gute Frage. Also, es hat überall kleinere Firmen. Ja, kleinere Firmen, aber natürlich auch größere Firmen. Ich meine, wenn man jetzt nur mit Mieter mal eingibt, Steinmetz oder so, dann findet man eigentlich recht schnell etwas, wo in der Nähe ist. Wir finden es so schnell, aber warum so über sich oder warum hast du dich für den Beruf als Steinmetz entschieden? Der Beruf, das ist. Etwas, ja, das kann ich nicht in Worte fassen. Ich meine, man kann etwas für die Hand, mit den Händen kann man etwas machen für die Ewigkeit. Ich meine, man kann die Arbeit nachher anschauen und man weiß, dass es 10 Jahre noch steht, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Einfach, dass es die nächste Generation noch sieht, die übernächste Generation noch sieht. Das ist einfach ein ganz spezielles Gefühl. Und jetzt eben gerade, wenn wir so die Arbeit anschauen, das ist für die Ewigkeit gemacht, braucht es dann auch fast so lange. Also wie viel Zeit investiert man für so ein Projekt, wo du angriffst, in den Angriff nimmst? Das ist jetzt echt unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, wie kompliziert ist es, was ist es genau. Also es kann vom einfachen Fenstergewand bis zu einer Verdachung sein. Also ja, das kann jetzt, also kurz gesagt, das kann jetzt von 2 Stunden sein bis auch zu 1, 2 Monaten. Also wäre auch sehr unterschiedlich. Genau, ja. Und jetzt für den Zuschauer sind ja schon Zuschauerfragen reingekommen. Musst du viel draussen arbeiten? Das ist jetzt auch unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb. Ich meine, die einen Betriebe sind jetzt mehr auf der Baustelle tätig und die anderen
hinten sind so, also Werk sowie auch Busteltätig. Also ich persönlich bin jetzt mehr im Werk, aber natürlich auch auf der Baustelle. Also es kommt immer darauf an. Mhm. Jetzt ist nur mal eine Frage reingekommen von einem Zuschauer. Würdest du etwas anders machen, wenn du nochmal an den Euroskills teilnehmen würdest? Ich würde auf jeden Fall intensiver trainieren. Da könnte ich auch sogar noch länger trainieren. Und ich würde auf jeden Fall noch meine Technik überarbeiten, also meine Vorgehensweise. Mhm. Kann man dann mehrmals an den Euroskills teilnehmen oder ist ja nur einmal in der Lehrzeit? Also an den Euroskills kann man auch nach der Lehrzeit ja noch teilnehmen. Bei den Euroskills ist ja bis und mit 25. Aber bei den Euroskills kann man nur eine teilnehmen, aber wir könnten aber dann auch noch an den Worldskills teilnehmen. Mhm. Ich glaube, durch Corona ist eh nochmal so der ganze Plan ein bisschen durcheinander gekommen. Wo, in welchem Stand bist du jetzt? Wo schaffst du jetzt? Du hast jetzt Lehre als Steinmetz abgeschlossen. Genau, ja. Also jetzt arbeite ich momentan gerade noch bei der Firma J&A Kuster Steinbrüch in Freienbach. Dort, wo ich auch die Lehre machen konnte. Mhm. Und jetzt schon mal eine Frage reingekommen. Kannst du ein Beispiel für einen Auftrag nennen, den du hast dürfen machen? Ein ganz besonderer Auftrag, den werde ich wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Das ist, sind mehrere Bogenteile gewesen. Ja, ich und meine Arbeitskollegen haben das können anfertigen. Es waren, glaube ich, etwa 5 Bogenteile gewesen. Und die Stücke sind jetzt bei der Universität Bern oben dran beim... Jetzt habe ich gerade den Begriff vergessen. Jedenfalls, sie sind bei der Universität in Bern. Das ist schon eine rechte Ehre, wenn du kannst sagen, ich habe etwas für die Universität in Bern gemacht. Oder um es anzuschauen, da hast du ja, glaube ich, vorher gesagt, dass auch wirklich für die Ewigkeit dort ist. Auf was bist du in deinem Job am meisten stolz? Am meisten stolz bin ich schon, dass wir jetzt auch... Wir sind jetzt wirklich ein Beruf, wo wir... Also wir arbeiten jetzt nicht nur mit Maschinen, sondern wir können auch noch die alten handwerklichen Traditionen quasi weiterleben. Wir können auch immer noch, je nach Bearbeitung, können wir immer noch von Hand arbeiten. Das heisst, mit dem Knüpfel und mit dem Eisen können wir noch den Stein bearbeiten. Wie auch noch dazu mal. Also wirklich wie früher noch, aber wenn man jetzt eben gerade von früher noch redet, wie sind denn die Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Lehrberuf? Es gibt schon diverse Weiterbildungsmöglichkeiten, je nachdem, was man genau machen will. Also man könnte jetzt noch weiter studieren natürlich, das wäre nicht die eine Variante, aber man könnte auch Handwerk in der Denkmalpflege machen. Das wäre auch noch sehr interessant, da wäre man einfach Steinmetz, aber man wüsste natürlich auch, wie man besser könnte restaurieren und so. Also mehr an historischen Gebäuden arbeiten oder natürlich, man macht natürlich die Meisterschule. Mhm. Und wenn man jetzt nur die Lehre anschaut, wie viel Geld oder wie viel Lohn kommt man denn über? Während der Lehre ist es eigentlich unterschiedlich. Also ich sage jetzt vom... Im ersten Lehrjahr kommen wir so um die 500 über und im vierten etwa 1200. Das ist bei dieser Grenze. Ja, und du kommst auch darauf an, auf den Betrieb. Genau, ja. Genau. Und wenn wir zu deiner Lehrzeit anschauen, wie oft bist du in die Berufsschule gegangen? Berufsschule bin ich jetzt einmal in der Woche einmal gegangen. Aber das hat sich mittlerweile jetzt auch geändert. Also wie geändert? Vielleicht kannst du da noch kurz erzählen für unsere Zuschauer. Also ich bin jetzt auch nicht auf dem aktuellsten Stand. Es ist jetzt einfach ab dem Sommer ist jetzt, soviel ich weiß, jetzt Blockschule. Mhm. Also es gibt jetzt auch nur eine Berufsschule jetzt und die wäre jetzt in Dagmarsellen. Ah, okay. Gut, jetzt ist ja gerade nochmal eine Frage zu den Euroskills reingekommen. Anscheinend ist da ein recht brennendes Thema, wo sich auch viele interessieren, die vielleicht dann auch teilnehmen. Und die Frage heisst genau, was könntest du einem zukünftigen Euroskills-Teilnehmer für einen Tipp geben? Ein Tipp, also in jedem Fall, also eben das Technik, das Vorgehensweise, dass es recht schnell und effizient ist.
also ich würde sagen, dass man auch Vorgehensweise in Betracht zieht, wo man eigentlich gar nicht daran denken würde. Dass man einfach zum Teil etwas Neues ausprobiert und auf einem anderen Weg jetzt ans Ziel kommt, wo man sonst jetzt nicht gerade machen würde, wo man auch nicht gerade daran denken würde. Also ein bisschen Kreativität ist gefragt wahrscheinlich. Wenn man vielleicht den Beruf allgemein anschaut, was für Fähigkeiten muss man als Steinmetz oder Steinmetzin, wenn es da auch gibt, mitbringen? Steinmetzinnen sind, hat es eigentlich noch recht viel. Also ich meine, jetzt in meinem Lehrjahr hat es jetzt auch zwei Steinmetzinnen gehabt, in der Ostschweiz. Und Bern hat es natürlich auch zwei gehabt. Aber zu den Fähigkeiten, was man sicher muss haben, ist Vorstellungsvermögen. Rechnen muss man natürlich auch können, zum Beispiel das Gewicht rechnen vom Stein, das ist natürlich auch wichtig. Vorstellungsvermögen, sicher mal nicht zwei linke Hände. Ja. Und wie würdest du jetzt so einschätzen, hast du es schwierig gefunden, um in der Berufsschule mitzukommen? Oder ist dir das leicht gefallen? Oder wie hast du die Schule empfunden? Ich sage jetzt, es kommt natürlich auch immer aufs Fach drauf an, was es genau ist und so. Also ich sage jetzt zum Beispiel technische Zeichnen, Planzeichnen und so, das ist mir sehr leichter gefallen als als Steinkunde zum Beispiel und so. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wo die Interessen sind, also wo man mehr interessiert ist und so. Also, ja, ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Jetzt ist noch eine Frage von einem Zuschauer. Und zwar, kann man sich in einem Beruf gut selbstständig machen als Steinmetz oder Steinmetzin? Als Steinmetz oder Steinmetzin ist das, das geht. Also ich kenne auch tatsächlich schon zwei, drei Leute, die sich selbstständig gemacht haben. Das ist möglich und es ist, das geht schon. Dann einfach, man muss sich auch spezialisieren, dass man halt eben gerade, ich glaube, das ist ja die Grabsteinpflege, ich glaube, angesprochen. Vielleicht da ist etwas, wo man sich in dem Bereich selbstständig machen kann. Oder auf was können wir sich dann noch fokussieren oder spezialisieren? Ja, es ist jetzt auch wieder so ein grosses, wie soll ich sagen, Steinmetz macht ja eigentlich so ziemlich alles, was mit Stein zu tun hat. Das heisst, man kann eigentlich sich auf alles spezialisieren. Von Bodenplatten über Küchenabdeck, Platten mit diversen Profilen und so, oder sag jetzt mal Fenster, Türeinfassungen, aber sag jetzt kleinere Steinmetzfirmen oder die sich selbstständig gemacht haben. Also das ist schon jetzt von Restaurationen bis zu Grabstein. Spannend. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um da noch woanders reinzuschauen und auch was ganz anderes nachher zu schaffen. Danke dir viel, viel mal, dass du alle diese Fragen beantwortet hast. Wir haben fast alle Zuschauerfragen können beantworten. Und jetzt wird noch für den Schluss. Was für einen Tipp gibst du an alle Schülerinnen und Schüler, die sich für den Beruf als Steinmetz oder Steinmetz interessieren? Vielleicht so ein Tipp auf den Weg. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, schaut mal im Internet nach oder fragt in der Bekanntschaft, wo der Steinmetz in eurer Nähe ist und fragt mal den an, ob ihr mal bei dem könnt schnuppern gehen. Weil beim Schnuppern merkt man gerade, ob man den Beruf lernen will. Und dann ist man Feuer und Flamme und gerade den Lehrvertrag unterschreiben und anfangen. Super, danke dir viel, viel mal. Und falls ihr das Interview noch wollt nachschauen wollt, ab morgen ist es auf der Swiss Skills Connect Webseite aufgeschaltet. Und dann könnt ihr da einfach anklicken und alles nochmal nachschauen, nachlesen. Und wir haben noch ganz viel, wir haben noch ganz mit ganz vielen anderen Berufschampions Inspirationschats. Und dann könnt ihr auch noch andere Berufe reinschnuppern. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss miteinander. Ciao miteinander.